Elsa Asenjew ist wirklich eine unglaublich interessante und schillernde Persönlichkeit der Leipziger Stadtgeschichte. Sie hatte also durchaus Rang und Namen, aber das ist eben zum einen mit dem Ersten Weltkrieg und dann aber endgültig mit diesem Schlaganfall von Max Klinger und der Trennung von Max Klinger dann zu Ende gegangen. Na, es ist eine Ausstellung, die sozusagen am Schnittpunkt von Kunst, Kultur und Stadtgeschichte sich sozusagen bewegt und die einfach eine sehr, sehr spannende Doppelbiografie ins Licht rückt und zugleich eben eine wahrscheinlich lange verkannte, bedeutende Künstlerin als Schaffende, als ebenbürtige Partnerin Max Klingers rehabilitiert. Elsa Asenjew ist im Jahr 1895 als Studentin nach Leipzig gekommen und hat dann aber eben sehr bald Max Klinger kennengelernt. Sie galt als unglaublich schöne und attraktive Frau und da haben die beiden sich kennen und lieben gelernt und dann eben circa 20 Jahre lang eine sehr intensive Liebesbeziehung gepflegt. Ich glaube, es ist sehr bewegend, dass sich da die Wandlung einer Beziehung zwischen zwei Menschen durch alle Bereiche der Ausstellung ziehen. Und wir sehen immer den großen Klinger und die irgendwie am Rande des Orbits auftauchende Asenjew, dass die in dieser Ausstellung gewissermaßen ein Stück weit umgekehrt wird. Das finde ich sehr gelungen. Elsa Asenjew hat vermutlich die ganze Zeit gehofft, dass Max Klinger sie dann auch heiratet. Er war ja ledig und ungebunden. Seine Familie war gegen diese Verbindung mit einer geschiedenen Frau. Und er hat auch immer von sich behauptet, er ist nicht geeignet für die bürgerliche Ehe. Sie war sehr, sehr selbstbewusst, hat gerne widersprochen und das führte dann tatsächlich dazu, sie hat dann auch Schulden gemacht, führte dann dazu, dass sie tatsächlich entmündigt wurde und psychiatrisiert, wie man heute sagen würde, also für krank erklärt. Und dann begann ihre Odyssee durch verschiedene Anstalten, Kliniken und Unterbringungen in psychiatrischen Einrichtungen bis hin zu ihrem Tod. Ich wünsche mir einfach wahnsinnig neugierige Besucherinnen und Besucher, die sich wirklich berühren lassen.